meine Fotzi-Bärchens, ich bin's wieder, der Gore-Minister. Und wir haben lange, lange kein Reviews on the Car mehr gemacht. Das machen wir aber heute, und zwar mit folgender Band. Die heißen Shock Gnosis. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Zu der CD bin ich wieder gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mein lieber, lieber, guter Freund August, oder eigentlich Matthias, ich nenne ihn immer August, der Schlagzeuger von Exhuma, den habe ich getroffen und der hat mir das in der Hand gedrückt, weil irgendeiner von den Hoshis immer meinen Kanal guckt und meinte, ey, du kennst den doch, gib dem doch mal die CD, damit er da ein Review macht. So, und das mache ich jetzt auch. Ich habe noch nie was von denen gehört, keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Und auch meine liebe Frau, Sari Viré, die ist auch schon ganz gespannt, ne? Oh ja, wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen. So, und jetzt machen wir die hier mal rein. So, gucken, was uns da erwartet, ne? Oh, scheiße. Ist das meine Güte. Okay. Was ist das? Keyboard-Geballer? So ein bisschen, wie Slipknot oder so. Ja, ist jetzt nicht schlecht, ne? Also, Matthias hat gesagt, er würde bezweifeln, dass ich es mag. Oh, ein bisschen leiser. Aber bis jetzt finde ich das gar nicht scheiße. Ich glaube, die Jungs hatten auch darauf gehofft, dass ich jetzt so ein bisschen rumrante und irgendwie sage, was ist das für Dreck? Das will ich nicht haben, das will ich nicht hören, aber... Nö, ich könnte da jetzt nicht sagen, dass ich das scheiße finde. Würde ich mir wahrscheinlich auch nicht kaufen, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Aber wenn das jetzt irgendwo laufen würde, oder wenn es jetzt so läuft, denke ich mir, ja, kann man machen. Oh, ein Song weiter. Ein bisschen irritiert mich, da ist immer irgend so ein Keyboard noch mit im Hintergrund zu hören. Das irritiert mich so ein bisschen, aber eine schöne Irritation finde ich eigentlich. Ja, ist halt so grooviger Metal Slipknot mäßig. Habe ich heute schon mal gehört. Ich habe heute schon ein Review aufgenommen von Angry White Elephant. Und jetzt halt das. Sänger ist gut brutal, der hat ordentlich was auf der Kehle. Die wissen schon, wie man die Instrumente spielt. Also ich hätte jetzt ein komplett anderes erwartet, aber schlecht ist das nicht. Machen wir mal einfach random jetzt. Wir kommen, ey, Track 5. Nö. Kann man sich geben. Sogar Ansatz von Melodie mit drin. Also wie gesagt, ich finde, tja Matthias, hast du gesagt, ich finde das richtig scheiße, aber das finde ich gar nicht scheiße. Im Gegenteil, ich glaube, das würde ich mir sogar mal durch anhören. Ist interessant irgendwie. Ja, also wie gesagt, wenn man so Slipknot mag oder so ja, ein bisschen hate-breedig ist es auch, obwohl ich die eigentlich gar nicht mag. Ja, schwer zu greifen. Also für mich jetzt, weil das normalerweise gar nicht die Musik ist, die ich höre. Aber ich finde es nicht scheiße. Also, wie gesagt, Shock Gnosis. Und das Album heißt, gucken wir nochmal nach, wie heißt das? Of Tyrants and Martyrs. Ja, 8 Songs drauf. Schönes Digipack hier. Kann man aufklappen. So, hier. Wir sind das. 3 Leute. Ja, ist ja auch scheißegal. Ja, ist auf jeden Fall gar nicht so übel. Also, tut mir leid, Matthias. Finde ich nicht scheiße. Kann ich jetzt auch nicht rumrennen. So, ja. In diesem Sinne, ein total sinnloses Review. Mal wieder, aber Schocknosis, wenn er es ein bisschen grubiger und auf die Fresse mögt. Ach, jetzt kommen wir mit den so Gothic-Keyboards rein. Naja, egal. Wenn ihr auch Gothic-Keyboards mögt und System of a Down und Slipknot und Haybridge, Gedöns, alles so eingemischt mit so ein bisschen Gothic-Schnulz jetzt, keine Ahnung, bin verwirrt. Dann gebt euch doch mal hier Ping, nochmal saufen auf Schocknosis. Ja, viel Spaß damit.